Ja, moin, liebe Borussen. Super, dass ihr auf dem Freitagabend wieder dabei seid. Das Derby steht an, wo das wichtigste Spiel in diesem Jahr, das definitiv, das schwebt über dem ganzen Verein. Ich glaube, wenn du das Derby gewinnst, dann kannst du nochmal so einen kleinen Turnaround schaffen von der Stimmung her mit den Fans, ja, im ganzen Verein. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Das darf nicht schiefgehen. Das ist im Endeffekt ein All-or-Nothing-Spiel. Ich sag's so, wie es ist. Wenn du das verlierst, dann würde das nochmal eine schwierige, schwierige Restsaison. Weil dann gehst du natürlich mit Depressionen aus der Saison, Derby-Niederlage, du hast deine Ziele eigentlich nicht erreicht, die du dir vorgenommen hast. Und dann kommt der Kaderumbruch im Sommer. Das wird extrem schwierig. Aber ich bin guten Mutes, dass wir morgen gewinnen. Lass dafür ein Abo und einen Daumen da kostenlos, dann gewinnen wir das Derby auf jeden Fall. Und jetzt starten wir rein. Die Pressekonferenz fand ich ehrlicherweise ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die ging relativ kurz, 7, 8, 9 Minuten vielleicht. Und wenn wir so schlafmützig sind wie alle, die in der Pressekonferenz saßen, dann wird das Derby schwer. Sage ich euch auch so, wie es ist, weil was da für Fragen gestellt wurden. Also die einfachste Frage, ich weiß, wenn ich jetzt einem Unrecht tue, dann entschuldige ich mich dafür, aber ich glaube, die Frage nach dem System wurde nicht gestellt. Gegen Bremen haben wir in der ersten Halbzeit Vierer, in der zweiten Halbzeit Fünferkette, respektive Dreierkette gespielt. Hat keiner nachgefragt. Also weiß ich nicht, also das ist doch die erste Frage, die ich stelle. Was spielen wir denn für ein System gegen Köln? Es wurde nicht nach Verträgen 2024 gefragt. Was kam, waren Personal und Marvin Friedrich, das sage ich euch jetzt. Also die Langzeitverletzten, Janschke und Weigel fallen aus. Kone hat Wadenprobleme, der wird auch fehlen. Und dann wurde nochmal zu Marvin Friedrich gefragt. Also Marvin Friedrich ist für Farke immer eine Option, aber du hast zwischen den Zeilen rausgehört, dass Marvin Friedrich gegen Köln auf keinen Fall spielen wird. Der Junge tut mir einfach nur leid. Also gerade wo Elveni in den letzten Monaten nicht so gut performt hat, gar keine Einsatzzeit zu bekommen, ist schon extrem hart. Und ich glaube auch, dass die Wege sich von Marvin Friedrich und Borussia Mönchengladbach im Sommer trennen werden. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Das war einfach ein Missverständnis, aber Marvin Friedrich hat auf dem deutschen Markt auf jeden Fall noch einen Markt, also du wirst dafür noch eine Ablöse bekommen, die auch im Bereich, glaube ich, von 4-5 Millionen sein wird. Dann hast du ein kleines Minus bei dem Transfer gemacht, aber um die Person Marvin Friedrich tut es mir leid. Ich glaube, der hat Anlagen, um guter bis sehr guter Bundesliga-Verteidiger zu werden, hat es bei uns nicht gepackt. Da muss man im Sommer einfach einen Strich drunter machen, dann ist okay. Wo man auch einen Strich drunter machen wird, wahrscheinlich ist Stevie Leiner, hat ein Interview in der Krone gegeben, das ist so eine österreichische Volkszeitung, sage ich mal, dass er unzufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten und dass man dann im Sommer eine gemeinsame Lösung finden muss. Vollkommen verständlich. Stevie Leiner ist 30, will spielen. Ich glaube, das einzige Problem ist in seinem Gehalt. Es reißen sich jetzt keine Top-Clubs in ihn. Er hat auch angesprochen, dass viele, also eher nicht, aber man munkelt, dass er wahrscheinlich wieder nach Österreich gehen wird. Da kann keiner 3 bis 4 Millionen Jahresgehalt bezahlen. Ob man den Vertrag auflöst, ihn verleiht oder eine kleine Ablöse generieren kann, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass du weniger als 1 Million Ablöse für Stevie Leiner bekommst. Trotzdem, ich finde Stevie Leiner vom Typ überragend. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Gerade raus, ein Kämpfer vom Allerfeinsten. Und so Leute fehlen ab und zu in der Gesellschaft. Über Stevie Leiner lasse ich nichts kommen. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft, auch wenn es bei Borussia wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Ist Stevie Leiner für mich ein absoluter Top-Typ. Hofmann nimmt so ein bisschen Farke auch noch in Schutz. Hat ein Interview bei Sky bei meinem Kumpel Marlon Ölbacher gegeben, wo ich auch schon mal ein Interview hatte. Und ja, hat im Endeffekt einfach das gesagt, was wir diese Saison halt abliefern. Ne? Gegen Bayern, Dortmund, Leipzig gewinnst du, zu Hause zumindest. Und spielst in den kleinen Spielen, kriegst du die PS nicht auf die Straße. Und da meint er, der Trainer kann dafür nichts. Und wir spielen ja große Chancen raus, machen die Dinger nur nicht rein. Ne? Und das ist das größte Problem. Da sind dem Trainer auch die Hände gebunden irgendwo. Aber den Leistungsabfall, den kann man dem Trainer nicht ganz absprechen. Ne? Das ist schon sehr, sehr offensichtlich. Aber das ist alter Kaffee, machen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum Derby im Endeffekt. Kone wird vielleicht ausfallen, ist so ein kleines Fragezeichen, aber der wird spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, hat leichte Wadenprobleme. Der wird morgen im Abschlusstraining dabei sein und am Sonntag gegen Köln auflaufen. Und jetzt kommen wir zur Ausstellung vom 1. FC Köln. Die haben ja gerade auch noch andere Probleme mit ihrer Transfersperre. Ich denke, das wird auch im Hinterkopf sein bei den Spielern. Sowas geht auch nicht spurlos an den Spielern vorbei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn das wirklich durchgesetzt wird und die 2 Jahre, 2 Transferphasen nicht einkaufen dürfen, dann ohne Schadenfreude bin ich mir ziemlich sicher, dass der 1. FC Köln in der zweiten Liga spätestens übernächste Saison spielen wird. Tor Schwebe ist klar, Hector
und Schmidt sind die Außenverteidiger, Hübers und Chabot, Martel, Lubicic, Skiri, Kainz, Meiner und Selke. Und Selke darf gegen uns nicht treffen. Also wenn Selke, der, ich will jetzt nicht sagen Antifußball, aber wenn der gegen uns trifft, dann falle ich vom Glauben ab. Von der Qualität und von den Einzelspielern sind wir besser als die Kölner. Ich glaube, da wird mir auch fast jeder zustimmen. Wir sind von den Gehältern, habe ich gestern auch gesagt, auf Platz 5 in der Liga. Das heißt aber nichts. Wir spielen einfach dieses Jahr nicht konstant genug. Aber ich hoffe, dass die Jungs wenigstens im Derby wissen, was uns Fans das bedeutet, das Spiel. Und alles raushauen und den Sieg nach Hause holen, nach Mönchengladbach. Das wäre extrem wichtig für den ganzen Verein. Und jetzt kommen wir zu meiner Ausstellung im Tor. Omlin ist klar, habe ich schon reingestellt. Und leider hat in der Pressekonferenz keiner nach Vierer- oder Fünfer- respektive Dreierkette gefragt. Ich glaube, Farke wird mit einer Dreierkette spielen. Marvin Friedrich wird davon kein Bestandteil sein. Ich glaube, Itakura wird den rechten Innenverteidiger geben. Nico Elvedi wird den zentralen Innenverteidiger geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Farke auf Benze Baini als linken Innenverteidiger setzen wird. Rechts wird Joe Skelly spielen. Benze Baini ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei. So. Und links wird Luca Netz spielen. Und das ist meine Fünferkette. Sehr, sehr, also schon, das ist schon, da steckt schon Qualität drin, wenn die Jungs ihre Leistung auf den Platz bekommen. Ne? Kone wird auf der 6 spielen. Leider wird bei mir Florian Neuhaus nicht spielen. Ich glaube, in einem Derby brauchst du Typen wie Kramer. So rum. Kramer hat schon einige Derbys hinter sich und ich glaube, dass du auf den Kramer gerade im Spiel gegen Köln, in Köln, nicht verzichten kannst und dann genauso wenig wie auf Lars Stindl. Deswegen sitzt Florian Neuhaus bei mir leider auf der Bank, aber ist erstmal eine Option, dann zum Einwechseln. Marcus Thuram wird vorne in die Spitze gehen und Jonas Hofmann wird, glaube ich, neben ihm stürmen. So würde ich gegen Köln ausstellen. Leider auch Player auf der Bank, dem Moment, wo er sich vor die Kölner Kurve stellt und das Gladbach-Warten so hält, das liegt mir immer noch am Herzen. Also dafür müsste ich Player einfach in Ohren verleihen. Ich mag Player. Ich hoffe auch, dass er noch lang bei uns spielt. Aber morgen, glaube ich, wird er nicht in der Startelf stehen. Das ist meine erste Elf. Schreibt mal eure erste Elf in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Gerne diskutieren. Mich diskutieren mit. Und für die Tabelle ist das Spiel gar nicht so ausschlaggebend. Köln ist mit 27 Punkten ein bisschen hinter uns. Wir haben 31. Die können uns auch nicht überholen. Aber wenn du den Sieg holst, sage ich mal so, ist der Abstieg, also wirklich die letzten Pessimisten werden dann auch überzeugt sein, dass wir nicht mehr in die Relegation kommen mit 34 Punkten, das wird dies Jahr reichen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber für den ganzen Verein, gerade im Hinblick auf den großen Kaderumbruch, brauchst du diesen Turnaround, auch von der Stimmung her. Ja, kurze technische Probleme, jetzt kommen wir zu den Tipps zum Spieltag. Frankfurt wird 3-1 gewinnen gegen Bochum, Leipzig wird gegen Mainz gewinnen, Union Berlin traue ich einen knappen Sieg gegen VfB Stuttgart zu, auch Freiburg wird gegen Hertha gewinnen, 2-1, Wolfsburg spielt unentschieden gegen Augsburg, Schalke, ich glaube Schalke gewinnt zu Hause gegen Leverkusen, Schalke traue ich einiges zu, die kämpfen aktuell sehr, sehr stark, boah, Bayern Dortmund wird schwierig mit einem neuen Trainer, ich gehe auf ein 2-2. Und ich glaube, dass wir 4-1 gewinnen. Das sind ähnliche Voraussetzungen wie damals gegen Hoffenheim, wo wir 4-1 gewonnen haben. Köln ist im extremen Abstiegssog. Jetzt kommt die Transfersperre noch dazu, die Thematik. Ich hoffe, dass das bei den Spielern auch im Hinterkopf ist. Und dann holen wir das Ding 4-1 nach Mönchengladbach. Und dann können wir hoffentlich nochmal mit ein paar positiven Erlebnissen in der kommenden Woche mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen, den Umbruch angehen und dann in die Saison 23/24 einfach perfekt starten. Bremen gegen Hoffenheim, da glaube ich an ein 2-1 für Bremen. Ich hoffe, dass Hertha und auch die TSG Hoffenheim sang- und klanglos absteigen. Ich brauche die nicht in der Bundesliga. Und gerade Hertha mit ihren Investoren, merken wir mal, was das gebracht hat. Nichts. Und ich würde ihnen den wirklich von Herzen den Gang in die zweite Liga gönnen. Mein Statement dazu. Die kommenden Wochen werden auch nicht leichter für uns. Wir haben jetzt 4 Spiele in Folge schon nicht gewonnen. Morgen wird es Zeit. Am Sonntag wird es Zeit gegen Köln. Ich mache auch einen Livestream zum Spiel.
Und dann kommt Wolfsburg, dann in Frankfurt, dann kommt Union. Die Wochen würden danach auch nicht leichter. Und jetzt kommen wir abschließend noch zum Discord. Wie gesagt, Bilder aus dem Stadion, Tipps zum Spieltag, Transfer-News, meine neuen Videos. Hier fahrt ihr alles, könnt euch mit knapp 1400 Brosen austauschen. Ich erwarte mir auch tolle Bilder vom Derby. Link ist unten drin, einfach auf den Link klicken, registrieren, Teilnehmerbedingungen akzeptieren und dann seid ihr mit 1400 Brosen im Austausch. Das ist einfach eine super Sache. Und ja, ich hoffe mir einfach, dass wir das Derby morgen Sonntag gewinnen und wir dann mit einem guten Gefühl in die Restsaison starten. Ich werde live berichten im Livestream, das wird bestimmt sehr, sehr emotional. Und ja, wie gesagt, die 1900% Traditionskollektion wird auslaufen, versandkostenfrei ab zwei Teilen. Mit dem Rabattcode BUSHI1900 gibt es 10% und eine signierte Handkarte mit Widmung natürlich dabei. Ja, die Aktion läuft noch bis Mai. Wir werden nichts mehr nachproduzieren. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht mehr, den Job, also das selber zu betreiben, weil ich mache wirklich alles. Und es ist mir einfach zu viel dann. Und da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein, dass man das nicht mehr hinkriegt. Wie gesagt, bis Mai wird es das noch geben. Es gibt in T-Shirts leider nur noch bis XL bei den Pullis und Crewnecks ist noch alles da, aber auch in kleinen Mengen nur noch. Und jetzt wünsche ich euch ein super Wochenende und wir sehen uns Sonntag im Livestream. Macht's gut, lasst ein Abo und einen Daumen da und ciao. Wir sind Borussia.